Hallo und herzlich willkommen zu dem heutigen Training. Falls ihr noch schnell die Möglichkeit habt, euch einen Stuhl zu besorgen oder, da sieht man ihn, es geht aber auch, das ist für Trizeps-Dips, ne, für diese Übung. Für die Übung geht dann aber auch zum Beispiel eine Couchkante oder eine Couchtisch, also alles, wo man sich so ein bisschen drauf abstützen kann. Ja? Ansonsten halt liegt der Fokus heute auf den Armen und ja, wir gehen ins Warm-up. Fokus.
So, Arme an die Seite. Und vor und rück, vor und rück. Drehen. Die Knöpfe drehen. Vor und rück. Nach hinten und hacken. Brust
für die Körpermitte. Super, komm. Hälfte. Die letzten 8 Sekunden. Danach wieder Rückenlage. In 4. Und lösen. Super. Klassiker. Bicycle Crunches, ja? Rechts, links. Und los geht's. Komm. Das Gewicht vom Kopf in die Fingerspitzen abgeben. Noch 20 Sekunden. Die letzten 12. Ich sag euch schon mal, wir gehen gleich in eine seitliche Plank. Und stopp. Seitliche Plank. Wir machen heute mit Eindrehen, Aufdrehen. Also, eindrehen, aufdrehen. Eindrehen, aufdrehen. Das geht auch hier, wenn du das noch nicht schaffst. Auf den Füßen und mach so. Kein Problem. Ja, jeder seine Variante. Schön sauber arbeiten. Sehr gut. Auf die andere Seite. Achtung. Und los. Oberkörper rotieren lassen. Der Arm führt die Bewegung an. Jetzt Pause. Letzte Runde im zweiten Block. High Plank. Und den Arm zur Seite. Ab. Zur anderen Seite. Ab. So wenig Gewichtsverlagerung wie möglich. Also nicht mit dem Becken so ausweichen. Halt dich fest. Von der Körpermitte her. Zur Seite aber den Arm. Nicht nach oben, ne? Nur seit. Noch 10 Sekunden. 8, 7, 6. Und geschafft. Super. Dann einmal nach oben. Alles auslockern. Wir gehen in Block 3. Starten hier mit Hampelmänner. Ganz klassisch. Leichte Beuge im Ellenbogen auf Schulterhöhe und dann federn.
kleine Mini-Bewegung, aber ganz viel Spannung in den kompletten Arm. Und löse. So, jetzt gehen wir in eine Kniebeuge, halten unten und die Fersen im Wechsel heben. Ja, und los. Aber guck, dass der Rücken schön gerade ist. Rechts, links, ja? Arme hier nach vorne. Bauch rein und immer im Wechsel auf die Zehenspitzen. Hopp, 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 hopp. Wie dir gesagt, hier, ne? Manche machen dann immer so. Mach dich lang. Schulter nach hinten unten, Bauch rein. Noch 5 Sekunden und dann wieder zum Stühlchen oder was ihr habt und löse. So, jetzt wollen wir dreimal nach unten federn und los. 3, 2, 1 und streck. 3, 2, 1 und streck. Noch 12 Sekunden. Noch 8 Sekunden. Und Pause. Super. So, Knee-Lift. Nur die eine Seite. Und der andere Arm hält hier. Schön halten. Super, noch 20 Sekunden.
und die letzten 8. Wir drehen uns jetzt gleich nochmal auf die Seite. 3, 2, 1. Einmal hinlegen. Das untere Bein angewinkelt, das obere gestreckt. So. Und jetzt immer das Bein heben und senken. Aber nicht mehr ganz ablegen. So, ihr könnt hier den Kopf gemütlich ablegen. Wir machen jetzt hier 4x 30 Sekunden. Wir starten mit Heben. Meine Fußspitze zeigt die ganze Zeit nach vorne. Nicht nach oben drehen, okay? Nach vorne zeigt die Fußspitze. Darfst dich auch hier mit der Hand so abstützen. Und den Bauch ganz fest einziehen. So, jetzt einmal kurz Pause machen. Jetzt kommst du hier auf die Hälfte und machst eine kleine Federbewegung. Und jetzt nimm die Kraft wirklich aus dem Po, aus der Hüfte. Nee, mehr aus dem Po, ja? Eigentlich die Hüfte ist ganz ruhig. Ihr seht meine Hand, die hier an der Hüfte ist, die bewegt sich nicht. Ich nehme den Popo, ich spanne den Po an. Und hier der äußere Oberschenkel. Aber hier oben wird nicht mitgewackelt. Noch 5 Sekunden. Oh, jetzt kommt bei mir aber schon langsam was hier. Und kurz ablegen. Super. So, dritte Runde. Streckt nach oben. Jetzt tippt das Knie zum Boden und dann diagonal nach oben strecken. Tipp und streck. Ah, Popo. Tipp Richtung Boden und dann die Ferse diagonal nach oben drücken. Noch 10 Sekunden, dann kommt die letzte Runde auf der Seite. Eieiei. 3, 2, 1 und stopp. Kurz entspannen. Dann die letzte Runde. Jetzt 3, 2, 1 und ab. 3, 2, 1 und ab. So, mach den Popo nochmal richtig fest. Alles anspannen. 3, 2, 1 und ab. Mach das mit ganz viel Kraft. Die letzten 12 Sekunden. 1, 2. Bevor wir gleich auf die andere Seite gehen, machen wir erst nochmal die Plank und löse. Jetzt nochmal die Plank und halten. Los geht's. Und dann wechseln wir auf die andere Seite für den Popo. Noch 20 Sekunden. Bauch nochmal ganz fest machen. Po anspannen. Die letzten 8. 4. Und stopp. So, jetzt auf die andere Seite. Unteres Bein anwinkeln, oberes Bein gestreckt. Und jetzt schön seitlich nach oben. Erst die große Bewegung. Hüfte ruhig, Po arbeiten lassen. Du kannst die Hüfte auch hier so nach unten festhalten. Dass sie nicht immer so. Ich zeig mal das andere. Das ist Hüftbewegung. Das nicht machen. Und sondern du sollst das machen. Dann geht das Bein auch nicht so hoch. Geht ja gar nicht. Da ist ja von der Hüfte Schluss. Das muss sie ausweichen. Nimm es nur so hoch, wie es genau, natürlicherweise zur Seite gehen würde, das Bein. So, jetzt wird gefedert. Und Hälfte und dann hier Minis. Nicht ganz oben, nicht ganz unten. Die Hüfte wieder unten festhalten. Popo anspannen und die Fußspitzen nach vorne zeigen lassen. Noch 15 Sekunden. Und nur noch 8. 2, 1 und ablegen. Jetzt kommt das mit den
Knie nach unten tippen und wieder diagonal heben. Also von da. Tipp und drück. Tipp und drück. Ich muss das Bein schon so ein bisschen diagonal nach oben drücken und die Ferse führt an. Die Ferse drückt das Gewicht weg. Noch 10 Sekunden. Und 5, 4, 3, 2, 1 und ab. Braves Pferd, sage ich dann immer. So, jetzt die 3, 2, 1 und Abübung. 3, 2, 1. Halt die Hüfte fest. Ah, der Po, der will nicht mehr. 3, 2, 1. Zieh den Bauch nochmal ein. 3, 2, 1. Noch 10 Sekunden. Und lösen. Dreh dich auf den Rücken. Hände unterm Popo. Beine runter und hoch. Beine runter und hoch. Mach das in deinem eigenen Tempo. Bauchmuskeln. Runter einatmen, hoch ausatmen. Die letzten 10 Sekunden. Super. Und Achtung, wir kommen nach oben. Wir kommen nach oben. So, nochmal laufen. Zur einen Seite, dann hier skippen. Und zur anderen Seite laufen. Und skippen. Jetzt machen wir den Popo, jetzt schütteln wir den Popo nach der Arbeit. Ne? Super, jetzt sind wieder Arme dran. Box, 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 box. Diagonal. Oberkörper mitnehmen. Körperspannung. Noch 8 Sekunden. Ganz schnell, ja? Boah, viel Körperspannung. Achtung und los. Komm, her schneller. Pobacken anspannen, Bauch einziehen und schnell hoch. Boah, nicht langsamer werden. Komm, wär's. Boah, ich werde langsamer, ich muss wieder schneller werden. Sehr gut. So, wir gehen jetzt nochmal in den nächsten Block. Die Arme nach außen und dann gleichzeitig packen, ja? Eben hatten wir so, jetzt gleich. Komm, ich habe die Spannung bis in die Fingerspitzen hier. Alles anspannen. 15 Sekunden noch. Und die letzte Acht. Und lösen. Super. So, nochmal Step Touch.
Schnell. Schnell. Zack. Deswegen bleiben die Arme und vor. Zack. Wenn ihr ein bisschen Platz habt, macht hier vor. Hier zurück. Vier. Zack. Zwei. Eins. Hier vor. Hier zurück. Vier. Vor. Nur wenn du Platz hast und mach es auf der Stelle. Thank you.
Schulter nach hinten lehnen und Brust schwimmen. Die letzten
Und die letzten. 4, 3, 2, 1 und ab. Woo! Sehr schön. Guck schon vorbei. Das war's schon. So, einmal den Kopf gemütlich ablegen, den Popo von links nach rechts wackeln lassen. Die Wirbelsäule einmal so ein bisschen verdrehen. Alles auslockern. Und dann dreht euch einmal auf die Seite, schnappt euch das Knie von unten so und zieht das mal Richtung Schulter ran. Und jetzt versuchst du mal, das Bein auszustrecken. Wenn es noch nicht ganz gestreckt geht, guck doch mal, wie weit du es ranziehen und strecken kannst. Und lösen. Und wir gehen einmal, bevor wir auf die andere Seite gehen, drücken wir uns einmal hoch und machen den Rücken einmal ganz rund. Und lösen. Und dann einmal auf die andere Seite. Erst das Knie unterhakeln und ranziehen. Und du versuchst auszustrecken. Die Seite geht bei mir viel besser. Okay, einmal lösen und nochmal in den Vierfüßlerstand, dieses Mal rund und gerade im Wechsel. Der Kopf geht mit, ne? Kopf zur Brust und Kopf ein bisschen nach vorne schieben. Oder das Kinn im Prinzip. Genau. Richtig schön rund und lang. Im Wechsel. Und lösen. Sehr gut. Dann einmal so die Zehen dehnen. So aufstellen. Das geht auch mit Schuhen. Besser geht es barfuß, aber mit Schuhen geht es auch. Einmal die Gelenke schön in die Richtung drehen und dabei hier einmal die Hand so aufstellen und Finger ranziehen. Dehnt den ganzen Arm, ne? Darm. Der Arm war heute ja Fokus, oder die Arme waren ja im Fokus heute. Können wir die am Ende nochmal ein bisschen dehnen und ausschütteln. Und den anderen Arm, Finger nach oben stellen und Finger ranziehen. Und lösen und dann einmal aufstehen, alles ein bisschen auslockern, ausschütteln, richtig die Muskeln locker lassen, die Arme auch. Und dann schwingen wir nochmal die Arme vor und zurück. Wir kreuzen einmal das rechts oben, einmal das links oben und dann schön nach hinten durchschwingen und Stretch noch in der Schulter kriegen. Und kleiner werden. Zum Schluss nochmal die Schulter nach hinten rollen. Ganz langsam bewusste Kreise machen. Auch nicht mehr viel Druck, einfach nur durchrollen. Füße schließen, tief einatmen. Und nochmal lang rausziehen, ausatmen. Auslockern. Dankeschön, dass ihr mitgemacht habt. Bis nächstes Mal.